Meine Damen und Herren, hallo. Wir sehen aus wie André Peschke und Michael Obermeier, wie Sie uns kennen. Tatsächlich befinden wir uns aber anscheinend wieder im Jahr 1996, denn hier ist Strafe, das Kickstarter-Phänomen, von dem Sie vielleicht gehört haben, weil Sebastian Stange in GameStar TV einen unglaublichen Splatter-Trailer gezeigt hat. Die Menschen waren entsetzt. Jetzt wollen wir sehen, ob wir noch entsetzter sein können, indem wir spielen. Ja, es gibt von dieser Demo, wie gesagt, von diesem Spiel eine Kickstarter-Demo, die man sich auch runterladen kann, wenn man gar kein Kickstarter-Backer ist. Zu dieser Kickstarter-Kampagne vielleicht so viel, die ist momentan bei noch 20.000 fehlen. Also die wollen 185.000, haben knappe 165.000, aber wollen eben jetzt die Leute überzeugen, sich hier dieses Spiel auszusuchen. Und ich kann mir jetzt hier in diesem Shooter am Anfang mal drei Waffen aussuchen. Es gibt hier einmal so eine Autoshotgun, dann gibt es so ein Sturmgewehr und so eine, wie sagt man, so eine Railgun. Railgun, Was soll man denn nehmen? Was ist denn dein Favorite? ja. Wir nehmen mal die klassische Assault Rifle, oder? Okay. Würde ich sagen. So, jede Waffe im Spiel hat irgendwie zwei Feuermodis. Es gibt halt einmal hier diesen primären Feuermodus und was man jetzt hier drin nicht machen sollte, ist ein Granatwerfer. Das habe ich eben schon ausprobiert, dass man sofort tot. Also dieser Build und diese Version heißt The Broken Speedrun Mode. Das Ding ist ja total kaputt. Also erwarten Sie nichts. Das soll nur so einen kleinen Hinweis darauf geben. Wir sind hier mit unserem Scrapper-Raumschiff unterwegs, weil wir halt so ein Schrottsammler sind. Und die Story ist, dass wir mit so einem großen Raumschiff unterwegs sind. Und jetzt, im Teleporter, springen wir zurück auf unser Mutterraumschiff, mehr oder weniger, weil wir waren kurz mal weg. Und da sollte alles in Ordnung sein. But no, Sir! Alle sind tot und das Hirn wurde rausgelöffelt. Heißen wir Roger Wilco? Möglich. Das ist auch unser Weltmeisterhausraumer. Weltraumhausmeister. Oh, und da geht's schon los. Genau, also das ganze Ding ist super simpel gehalten. Ich baller halt einfach alles über den Haufen, was sich bewegt. Und ich habe oben diese Prozentanzeige, die, wie mir die witzige README-Datei von diesem Spiel erklärt, sagt, wie viele Gegner ich im Level schon umgebracht habe. Ich muss 90% aller Gegner umbringen, um den Bossraum aufzukriegen. Und dann kann ich mehr oder weniger das Level beenden und dann wird meine Zeit auch genommen. Also dieses ganze Speedrun-Ding ist nicht nur natürlich schon tot. Das ging aber flott. Das ging flott. Ich drücke immer auf Spielen nochmal neu laden. Jetzt konnten wir aber gerade wenigstens mal diese fantastischen Gegnermodelle aus der Nähe bewundern. Super, ne? Ja. So, jetzt nehmen wir mal eine andere Waffe. Reminiszenzen Wenn wir schon mal draufgegangen sind. So, komm. Na? Jetzt. Na. Genau, so das fertige Spiel soll schon ein bisschen ausgefuchster sein. Also da ist es zum Beispiel so, hier fehlen jetzt jegliche Power-Ups und so. Es gibt halt so gut wie nichts, außer irgendwie Schildenergie. Was Im willst du? fertigen Spiel soll es dann halt auch, weil der Typ, den wir hier spielen, dieser Scrabber, der ist halt so ein Bastler, so ein bisschen auch wie der Isaac Clarke bei Dead Space oder so. Oder so Helden in so Spielen halt allgemein immer so Bastler sind. Da gibt es dann auch so Crafting-Tables, wo man sich dann Rüstung und Waffenmodifikationen und sowas bauen kann. Und es gibt wohl auch so ein bisschen, wie man das, wenn man ein jüngerer Spieler ist, man das aus Diablo kennt, man kann die Art und Weise, wie diese Waffe feuert, kann man modifizieren. Ich kann das zum Beispiel hier, wenn ich jetzt rechts klicke, dann schießt es so ein. Ach, das hat. Ups, das meine ich gar nicht. Ich meinte eigentlich das hier, hast du gesehen? Das ist halt so ein Fächer. Also so ein Altfeier. Genau, du kannst ja dann das Altfire von deiner Waffe auch verändern. Das ist aber in der Version nicht drin, weil die, wie gesagt, kaputt und nur für Speedrun gedacht ist. Oh mein Gott. Aber diese Gore-Effekte sozusagen, also da hat ja Du der Trailer meinst nicht zu viel versprochen. Uber-Gore-Trademark, wie sie es nennen. Also das ist schon. Wenn das Spiel auch in seiner sonstigen Technik zurückgeblieben ist, also da muss man doch Ja. sagen, kann es auch mit aktuellen Titeln mitallen. Was ich irgendwie so ein bisschen schwer tue, ist, also diese Version hat halt überhaupt keine Form von Menü. Du kannst nichts einstellen, wirklich gar nichts. Und ich bin ja einer von diesen Mutanten, die Shooter immer mit Invert-Maus spielen. Und das geht halt hier nicht. Du kannst es nur mit normaler Maus Ja, aber spielen. es wird doch höchste Zeit, dass du da in so eine Art Umerziehungscamp gesteckt wirst. Na, vielleicht ist es das hier. Vielleicht Ja. bin ich Strafe dann so Deine geil. Eltern wären so glücklich, wenn Ja. das damit dieser Albtraum ein Ende hätte. Was war das eigentlich für ein Automat vorhin, an dem du Das hier. warst? Also das Ja, du vorher, das warst war vorhin, das sah so aus wie bei ein. Half-Life, diese Energiestation. Genau, ich habe diese orange Leiste, ist meine Lebensenergie. Da kann ich irgendwie Essen holen. Warte mal, kann man nicht das hier aufmachen? Ich weiß es gar nicht. Das ist halt für die Lebensenergie gedacht. Das funktioniert. Das hier wäre so eine Crafting Bench, aber ich glaube, das funktioniert jetzt noch nicht. Okay. Oder man muss da noch irgendwas für finden. Das Schildsymbol hätte mich ja jetzt erst dazu verführt, auf Armor zu tippen, aber Tja. verdammt. Vielleicht ist es auch für Armor nicht jetzt hier scheiße. Aber jedenfalls genießen Sie lieber die Bluteffekte und lehnen Sie sich Ja, das ist zurück. wunderbar, oder?
Die Entwickler, die, nicht, also wie du schon gesagt hast, mit Doom und Quake und den ganzen Loot-Effekten, das soll halt irgendwie the best shooter of 1996 sein, also der beste Shooter von 1996, der nie erschienen ist, sein. Also die wollen halt auch gar nicht, dass das irgendwie besser aussieht, sondern es soll halt Freunde von Retro-Shootern rundum zufriedenstellen. Ist so die 8-Bit-Grafik für Shooter. Die Entwickler, die heißen Pixel Titans, sagen mir jetzt aber nichts. Also es kann natürlich sein, dass da irgendwelche einzelne Branchen-Gurus irgendwo sind sie ja immer. Irgendwo müssen die ja auch hin. Ja. Wäre aber eigentlich auch egal, weil wenn das Spiel an sich taugt, dann ist es mir doch fast schon wurscht. Was ja schon die interessante Frage ist, taugt es dir denn? Also was ich sagen muss, ich spiele jetzt diese Demo zum 4. oder 5. Mal und ich weiß zwar nicht genau, was das Geile dran sein soll, also was ich jetzt hier meinen Kumpels erzähle. Wie so ein Gartenschlauch. Aber irgendwie macht es Spaß. Warte mal, da ist hier, gibt es Food. Hast du gesehen? Jetzt habe ich wieder 45 Hitpoints dazu bekommen. Also irgendwie macht es Spaß. Also es kann sein, dass das, weil das Bewegungsgefühl ist ja relativ flott und so. Und du kannst sagen, also das ganze Movement sieht tatsächlich sehr quakig aus. Gibt es auch Jump Pad? Irgendwo? Das war gerade eben so eine Art zumindest Aufzug. Ach du Scheiße. Ja, ja. Hier nochmal ein bisschen Soylent Green reinhauen und dann geht's wieder. Wie viel haben wir denn Prozent? Oh Gott, noch nicht mal die Hälfte. Also Sind die Gegner immer gleich oder? Also ich habe bisher nur diese drei gesehen. Also es gibt halt diese Glöckner von Notre Dame, die hier in Einzelteilen verteilt liegen. Und dann gibt's eben diese kleinen Sentries und halt diese fliegenden Original-Explodierhansel, wie ich sie jetzt mal nenne. Ah, die gibt's auch noch, stimmt. Ah, also ich finde, wenn die da so gerade eben am Boden lagen, alle beide, und es sprüht so, da habe ich so Bilder, weißt du, wie bei so einer Liebeskomödie, müsstest so in Zeitlupe in Third Person wie durch so Rasensprenger durchlaufen können mit so glücklicher Musik. Super. Oh nein, die machen mich hier total kaputt, weil ich diesen blöden... Oh nein, das war's. Jetzt können wir aber noch die Railgun zeigen. Ja. Ach, das habe ich gerade abgebrochen. Es kommt immer noch normalerweise so eine Animation, wenn man tot ist, dass einer von diesen Glöcknern dich aufisst. Also das wollen wir dann zum Abschluss sehen. Was auch wiederum bedeutet, dass der letzte Tod absichtlich ist. Nur, um das zu zeigen und richtig, nichts mit Versagen. Klar. Ja, natürlich. Auf unserer Seite. Es geht ja auch nur darum, alle Waffen mal zu zeigen. Richtig. Mit der Railgun komme ich am schlechtesten zurecht. Das heißt, hurra. Übrigens, das Wichtigste vergessen. Mhm. Wir laufen ja jetzt hier, obwohl ich ja schon zum dritten Mal eben das Spiel immer durch das gleiche Level. Einer der großen Appeals von dem fertigen Spiel ist, dass das alles dann prozedural generierte Level sind. Also, dass das alles halt zufällig ist und vermeintlich zufällig mit halt bestimmten Regeln schon folgt, dass eben man sich nie darauf einrichten kann, wie das Level mal ist und dass es halt so immer herausfordernd sein soll. Aber tatsächlich ist das schon so, dass man, es soll ein eher schnelles Spiel sein. Also, so wie ich hier in Zeitlupe durchkriege, ist alles nur zu Demonstrationszwecken. Ich könnte das natürlich auch schneller. Also prozedural, Retro, hat es auch noch Roguelike-Elemente, dann hat es quasi alle... Die Kickstarter-Bingo-Karte. Ja, man kann sagen, es ist auch so alle Kickstarter-Indie-Vorgaben erfüllt. Ups. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich habe von der Railgun erwartet, dass die Leute so Instagip-Style... Ja, das. Siehste. Schön, dass mich das Spiel zumindest in der Hinsicht nicht enttäuscht. Batsch. Es sieht schon nett aus. Ja. Aber dieses Level-Design hat sowas eher Doomiges als was Quakiges, ne? Ja. Also was ich bisher noch nicht gesehen habe, ist, dass das irgendwie groß mit Schlüsselkarten oder sowas operiert. Aber gut, ich habe es auch noch nicht lange gespielt. Und diese Demo ist, das bestätigen die oder beteuern die Entwickler auch die ganze Zeit, das ist halt echt nur ein winzig kleiner Slice of the Real Deal. Also... Ich glaube, wenn das nicht gefällt, muss man das fertige Spiel trotzdem kaufen, heißt das. Was mich so an Doom erinnert, ist, glaube ich, diese repetitiven Baukastentexturen, die sich wie so halt Tiles wiederholen, was wahrscheinlich aber eine Folge von diesem prozeduralen Design ist, dass sie das so zusammenstöpseln können müssen. Das sieht man ja immer wieder ganz gerne. Outfire, oh nein, jetzt hab ich gegessen. Und jetzt guck. Jetzt. Nom. Ich glaube, es gibt einen alten Gothic-Screenshot, der sah auch so ungefähr. Ja, das ist soweit irgendwie Strafe, wenn euch diese Art von Spiel gefällt. Ihr könnt die Demo runterladen, muss man nicht gebackt haben für und dann hinterher, wenn er sagt, ach komm, das ist mir irgendwie
ein bisschen Knete wert, dann gibt's den. Die freuen sich. Oh ja, stimmt. Und jetzt, wenn ihr dieses Video seht, habt ihr wahrscheinlich noch, keine Ahnung, 20 Stunden Zeit oder keine Ahnung. Ihr müsst euch wahrscheinlich beeilen, um da noch die Kohlen aus dem Feuer zu holen oder beziehungsweise eure Kohlen ins Feuer zu legen, je nachdem, wie es läuft. Und ja, dein Resümee, würdest du dafür Geld ausgeben? Boah, das ist schwierig. Also es macht mir Spaß, aber vielleicht auch, also vielleicht 5 Dollar? Das ist ja schon mal was. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.